Katlenburg-Lindau im Süden Niedersachsens. Heute Morgen Ziel der Polizei. In einer Wohnung in diesem Haus, so der Verdacht, könnten rechte Terrorpläne geschmiedet werden, möglicherweise sogar Waffen lagern. Bewohner Wladislav S. ist einer von zwei Verdächtigen in Niedersachsen, die laut Bundesanwaltschaft der Terrorzelle angehören sollen. Insgesamt sind es 4 Beschuldigte. Sie selbst haben sich den Namen Nordadler gegeben. Ziel der Vereinigung soll es gewesen sein, in Deutschland dem Nationalsozialismus zum Wiedererstarken zu verhelfen. Dazu hatten sie auch ins Auge gefasst, nicht näher konkretisierte Anschläge auf Personen zu begehen. Nordadler, so heißt auch diese Internetseite, Betreiber laut Impressum Wladislav S. Inhalt: Kampfbotschaften. Propagiert wird die Überlegenheit des deutschen Volkes. Von Rassenmischung ist die Rede und von Untermenschen. Die Terrorpläne aber weist Wladislav S. zurück. Reporter des NDR-Magazins Panorama 3 treffen ihn an. Wir wollen einfach für unser Volk das Beste. Das heißt aber nicht, dass wir andere Völker diskriminieren oder Sonstiges, sondern wirklich versuchen, für unser Volk da zu sein. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwelche Terroranschläge planen, die man uns vorwirft, oder Vandalismus betreiben oder Sonstiges, sondern wirklich zu dieser Weltanschauung stehen und diese auch vertreten, wissentlich. Welche Weltanschauung ist das? Das ist die nationalsozialistische. Wladislav S. stand schon einmal vor Gericht. Das Urteil 2017, gemeinnützige Arbeit, weil er Terrorpläne unterstützt haben soll, damals von Islamisten. Neben seiner Wohnung durchsuchten die Beamten heute Morgen auch Objekte im Emsland, in Bremen, in Thüringen und hier in Schleswig-Holstein. Waffen fanden die Ermittler keine, Festnahmen gab es nicht. Ein ausführliches Interview mit dem Verdächtigen sehen Sie heute Abend um 21.15 Uhr bei den Kollegen von Panorama 3. Und meine Kollegin Angelika Henkel ist ins Studio gekommen, denn sie hat weitere Hintergründe recherchiert. Angelika, wir haben einen der mutmaßlichen Terroristen in dem Beitrag gesehen. Was weißt du über ihn und die anderen, die sich da als Nordadler formiert haben? Also der Mann aus Katlenburg-Lindau, der ist für die Behörden kein Unbekannter und auch für uns nicht, denn wir haben ihn erlebt in diesem Prozess vor dem Landgericht Braunschweig, wo er angeklagt war, und wir haben ihn dort erlebt als eher blassen, unauffälligen jungen Mann und jemanden, der den Eindruck macht, als hätte er keine soziale Stabilität, wenig Freunde, wenig Familienunterstützung und eher ein unerfolgreiches Berufsleben, falls es überhaupt angefangen hat. Und das Besondere war ja, dass er dort angeklagt war mit einem Islamisten. Mit einem Islamisten, der, wie das Gericht überzeugt ist, Sprengfallen bauen wollte, um Polizisten zu töten. Und da denkt man natürlich, ja, Islamist und Rechtsextremist, wie passt das zusammen? Beide hat anscheinend ein sehr krudes Weltbild zusammengebracht, ein antijüdisches Weltbild, unter das sie auch die Polizisten eingeordnet hatten. Und offenkundig ist es so, dass der Mann jetzt sich mit anderen vernetzt hat, mit 3 weiteren Männern. Einer davon kommt aus Dörpen im Landkreis Emsland. Auch dort gab es ja heute Hausdurchsuchungen. Das ist ja wirklich ein bisschen skurril, Islamisten und dann Rechtsextremisten dazu. Wie konkret war denn jetzt in diesem Fall der Terrorvorwurf? Gab es konkrete Anschlagspläne? Also die Bundesanwaltschaft hat heute sehr betont, dass die Ermittlungen ganz am Anfang stehen, dass sie den Verdacht hatten, dass die Gruppe, sofern sie skizzierte, Anschläge verüben wollte. Und sie wollte jetzt überprüfen, wie war das Ganze schon weit gekommen oder gab es diese Anschlagspläne wirklich? Deshalb diese Hausdurchsuchungen. Es wurden heute keine Waffen gefunden und es gab keine Festnahmen. Es werden die Computer ausgewertet. Dankeschön, Angelika Henkel, für diese Hintergründe.